Hallo und herzlich willkommen bei weltergesundheit.tv. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe einen Gast bei mir, den ihr bereits kennt. Wir hatten darüber gesprochen, über die Jahresprognose 2020. Heute ist er wieder bei mir über die medizinische Astrologie. Ich sage herzlich willkommen, Thomas Georgiev. Hallo Thomas, ich freue mich, dass du wieder da bist. Hallo Jana. Unser zweites gemeinsames Interview. Wir hatten ein spannendes Interview über die Jahresprognose 2020. Ja. Da waren wir gerade mitten in der Corona-Krise. Ja. Heute möchten wir über die medizinische Astrologie sprechen. Und daher würde ich erstmal von dir ganz gerne wissen, wir hatten das letzte Mal das nur ganz kurz angeschnitten, aber erklär doch nochmal, was genau ist Astrologie und was passiert da? Ja. Klar, es ist immer ein bisschen schwer zu machen, in der kurzen Zeit das so ein komplexes Thema rüberzubringen. Aber vielleicht als Ansatz, ich hatte es schon im ersten Interview erwähnt, Astrologie ist eine mantische Technik, also eine Deutungskunst. Und um zu verstehen, wie das funktioniert, muss man sich das Gesetz der Polarität vor Augen halten. Das wirst du vielleicht kennen, die Zuschauer kennen das vielleicht schon, ich sage es mal ganz kurz. Polarität ist also das Gesetz, was besagt, dass es zu einem Thema immer noch das gegenüberliegende Thema gibt. Also um das ganz platt und kurz zu sagen, Mann und Frau, ja, hoch und tief, alt und jung, das ist Polarität. Einatmen, ausatmen. Und für die Astrologie ist das insofern interessant, weil der Wirklichkeitsbereich Zeit ebenfalls der Polarität unterliegt. Also wir haben Zeit, da ist die eine Polarität, die Quantität. Ja? Das ist, wenn wir uns verabreden, 9.30 Uhr sind wir da. Das ist die Quantität der Zeit. Die wird regiert vom Gott Kronos. Das ist der alte griechische Gott und das kennt man heute aus der Sprache. Das Chronometer misst ja die Quantität der Zeit. Ja? Und wenn es also nach dem Polaritätsgesetz immer noch das Gegenstück geben muss, ist das auch bei der Zeit der Fall. Also es gibt die Quantität. Was muss es dann also auch noch geben in der Zeit? Die Qualität. Nochmal geschafft. Ja. Die Qualität, Zeit, und jetzt ist was ganz Wichtiges für die Astrologie, Zeit trägt Information und hat einen Qualitätscharakter. Jede Zeitsekunde trägt eine ganz andere Information und Qualität. Das kennt man von sich selber, wenn man jetzt einfach Dinge macht, die man vielleicht schon gut kann. Und man probiert das wieder und man denkt, Mensch, heute klappt das irgendwie nie. Ja? Man kann machen, was man will, irgendwie haut das nicht hin. Und da ist dann die Zeitqualität, die in dem Augenblick wirkt, der Qualität der beabsichtigten Arbeit nicht adäquat, passt nicht zusammen. Das heißt, ich kann da dann auch nicht entgegenwirken? Da kann man, ja, da ist es halt schwergängig. Und ich empfehle immer zum Beispiel, deswegen mache ich ja zum Beispiel als Astrologe auch sogenannte Elektionen. Das sind Zeitwahlen, wo ich also eine ganz bestimmte Zeit ausrechne, wo man zum Beispiel sein Unternehmen gründet. Mhm. Denn im Anfang ist alles. Und da ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass man, wenn man ein Unternehmen gründen will, was expansiv sein soll, dass da der Archetyp von Jupiter mit gut vorkommt, also der gut positioniert ist, in dieser ganz speziellen Zeitminute. Ja? Mhm. Und weil Jupiter steht für Expansion, Erfolg, Geld, ja, er beherrscht das Geld in der klassischen Astrologie. Und insofern ist das wichtig, die Zeitqualität zu bestimmen und dann eben sein Unternehmen diesbezüglich zu gründen. Mhm. Also, ja, die Zeitqualität ist also wichtig. Und so wie wir die Zeitquantität mit einer Uhr bestimmen, also mit dem Chronometer messen, so kann man die Zeitqualität mit dem Horoskop bestimmen. Beides hat also seine Berechtigung. Ja. Und leider ist es so, dass in unserer sogenannten entwickelten, aufgeklärten ja, Industriegesellschaft der Aspekt der Zeitqualität leider in den Hintergrund getreten ist. Und dass es deswegen viele Diskrepanzen gibt in der Ausführung von Projekten und Schwergängigkeiten. Mhm. Da könnte man sich einiges ersparen. Ja. Wie bist du denn überhaupt zur Astrologie gekommen?
Ja, durch viel, viel Leid und Schmerz. Ich bin nämlich gebürtiger Maschinenbauingenieur. Ja, also gebürtig. Ich habe einen Metallberuf gelernt, habe Maschinenbau dann studiert und habe auch im Fahrzeugbau in der Entwicklung gearbeitet 2 Jahre. Dann kam die Wende und da bin ich über Umwege ganz schnell ging das zur Firma Uhu gekommen. Darf man die Firma erwähnen? Ja. Ja. Klebstoffe. Ich habe also für die Firma circa 10 Jahre im Außendienst gearbeitet als Bezirksleiter und habe da viele Sachen gelernt, die ich heute gut brauchen kann. Mhm. Also der Umgang mit Menschen, ja, die Flexibilität, dass man sich auch auf andere Menschen einstellen kann, die Kommunikation, die Präsentation. Das habe ich da alles gelernt. Bin aber dann im 6., 7. Jahr bei Uhu bin ich sehr, sehr krank geworden. Mhm. Also ich hatte ganz schwersten Tinnitus. Mhm. Da ich sowieso schon als Kind sehr krankheitsanfällig war, begleitet mich dieses Thema Krankheit und Gesundheit, also passend auch zu eurem Kanal, eigentlich ständig. Ja. Und ich war damals also so, wie ich das auch gelernt hatte, Krankheit ist halt zufällig. Ich gehe zum Onkel Doktor, das habe ich auch gemacht, ausgiebig, 1,5 Jahre. Und habe, also ich weiß noch ganz genau, wie ich wirklich extrem verzweifelt war. Und so ohnmächtig, dass ich nichts dagegen tun könnte und konnte und die Ärzte mir auch nicht helfen konnten. Mhm. Also es ging Monate so weit, dass ich also direkt zum Arzt gegangen bin und gesagt habe, Mensch, gib mir endlich mal irgendwas, was mir hilft. Und ich habe wirklich alles machen lassen. Also ich hatte schwersten Tinnitus. Okay. Tinnitus ist so ein Ohrgeräusch. Na, und es heißt ja auch immer, dass es unheilbar ist. Das ist von der Arzt hat mir das dann auch gesagt. Mhm. Ich war bei verschiedenen Ohrenärzten, die haben mir gesagt, damit müssen Sie leben. Das war für mich so unfassbar und so nicht hinnehmbar, weil ich so einen schweren Tinnitus hatte, dass ich das gar nicht beschreiben kann. Das entzieht sich jeder Vorstellungskraft. Also wenn man von früh bis spät ein Geräusch ausgesetzt ist, stell dir vor, du stehst auf dem Hauptbahnhof, ja, in Dresden oder wo auch immer, und es fährt ein Zug ein und bremst dann. Da geben die doch so ein Quietschgeräusch von sich und du stehst direkt daneben. Das hatte ich dauerhaft, permanent, in dieser Lautstärke. Es ist nicht hoch und runtergegangen, es war extrem. Es hat mich richtig angeschrien. Und damals habe ich gedacht, okay, wie gesagt, irgendwas wird helfen. Ja, hyperbare Sauerstofftherapie etc. pp. Ich habe alles gemacht. Bis mir jemand einen Zettel zugesteckt hat, das war Zufälle begleiten mich. Es gibt da keine Zufälle. Man muss dafür reif sein. Ich war also dann wirklich so geplättet, dass ich gesagt habe, ja, es hilft wahrscheinlich nur noch der Gang aufs Hochhaus und dann schnell nach unten, dann habe ich es auch los. Und just am Ende in dieser Zeitqualität bekam ich eine Information. Du, da kann man was machen. Und dann habe ich über viele Umwege habe ich mich dieser Therapie genähert. Das ist also eine Therapie, die von einem Arzt in Düsseldorf entwickelt worden ist, der mir auch erklärt hat, dass das was mit mir zu tun hat, also auch mit meiner Persönlichkeit. Also es ging dann auch schon in diese medizinische Astrologie. Ja, das war schon eher nicht, das war nicht astrologisch, das war aber dann schon erstmal der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, das hat doch was mit mir zu tun. Das ist gar nicht zufällig. Kein Zufall. Ja? Ist, ja. Im Zuge dessen habe ich dann auch noch eine astrologische Beratung mir geben lassen in München damals, weil ich da Bücher gelesen habe. Und da dachte ich, ja, wenn die sowas schreiben, da kann man medizinisch was sehen, da gehst du mal hin. Ja? Dann hat er mir Sachen erzählt, da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Und das ist einfach auch meine Eigenschaft. Ich will dann wissen, wie das funktioniert. Das ist eben auch eine Eigenschaft von mir, dass ich das dann wirklich auch in Gänze wissen will. Und da habe ich Astrologie studiert und bin eben zur Astrologie gekommen. Und die verschiedenen Felder habe ich dann eben auch entwickelt. Man kann eben Kinderhoroskopie machen, medizinische Horoskopie, Börsenhoroskopie, Partnerschaftshoroskopie und so weiter und so fort. Und das ist ein ganz spezielles Feld, was ich eben seit einiger Zeit sehr intensiv bearbeite, medizinische Astrologie. Und was ist jetzt die medizinische Astrologie, der Unterschied zur normalen Astrologie? Was machst du da anders? Naja, die Deutungstechniken, die sind die gleichen. Das ist einfach nur ein anderes Feld, wo ich die alten, bewährten, präzisen Deutungstechniken der klassischen Astrologie benutze, die wunderbar funktioniert, und breche das eben auf dieses Feld der Medizin und der Gesundheit herunter. Denn man kann natürlich im Horoskop, im Geburtshoroskop, sehr klar erkennen, wo sind die Sollbruchstellen im menschlichen Körper, im menschlichen Geist und in der menschlichen Psyche. Es gibt ja auch psychische Krankheiten. Mhm. Ja. Das kann man sehen. Also man sieht im Horoskop sehr gut, die
Persönlichkeitsveranlagung, man sieht Talente und Schwächen, man sieht im Horoskop exakt das Lebensziel, das kann man exakt rausschreiben. Alle meine Klienten, die zu mir kommen, kriegen eine A4-Seite zum Lebensziel. Und man sieht natürlich auch Sollbruchstellen im Körper. Also man nennt das Schwachstellen im Körper. Ja? Wo jetzt der Arzt sagt, naja, das ist halt ihre Schwachstelle. Jetzt kann man überlegen, warum ist die Schwachstelle gerade da, etc. Da kann man viel philosophisch noch dazu sagen. Aber das ist der Punkt, man kann das erkennen. Und ich kann als medizinischer Astrologe eben Tipps geben, damit diese Sollbruchstellen nicht zum Tragen kommen. Damit man also, es ist also nicht, ich sag mal jetzt zwingend, dass du krank wirst. Wenn also gewisse Bedingungen eingehalten werden, kommt diese Sollbruchstelle nicht zum Tragen. Allerdings, wenn die Bedingungen nicht eingehalten werden, dann trägt die Sollbruchstelle genau an dem Punkt, wo du eben ja, die Schwachstelle hast. Aber warum ist es jetzt kein Zufall, wann ich geboren werde? Also ich kann mir noch vorstellen, dass wenn jemand natürlich geboren wird, dass es dann auch so sein soll. Ja. Aber gerade bei Fällen jetzt, wo zum Beispiel Kinder dann per Kaiserschnitt geholt werden, denke ich mir, dann ist das ja eigentlich aus dem Rhythmus des Kindes. Also warum ist es trotzdem dann immer noch kein Zufall, wann derjenige geboren wird? Es ist nie Zufall, wann jemand geboren wird, egal ob der per Kaiserschnitt geholt wird, ob der auf natürliche Art und Weise geboren wird, weil die Seele kann immer nur dann inkarnieren in die Materialität, wenn der Bewusstseinszustand oder man könnte sagen die Bewusstseinsqualität des Menschen, der inkarnieren will, mit der Qualität der Zeit übereinstimmt, wenn er auf die Welt kommt. Du kannst also nur auf die Welt kommen, wenn dein Bewusstsein, deine Bewusstseinsqualität mit der Qualität der Zeit übereinstimmt, die auf dieser Erde wirkt, in dem Augenblick der Geburt. Deswegen ist die Geburtszeit immer die richtige, egal ob du mit auch Kaiserschnitt, Wehen, Fördermittel, alles das ist, künstlich eingeleitet. Ja, alles das egal. Ist in dem Fall, ist das genau die Zeitqualität, unter der du kommen musstest oder musst oder kommen willst. Ich sehe das immer so als Wollen, weil die Seele, da sind wir schon wieder beim anderen Thema, und man kann also das nicht so begreifen und verstehen, wenn man nicht weiß, dass ja die Seele mehrfach auf diese Erde inkarniert und verschiedene Lernvorgänge abschließen will. Und so wie du aus dem letzten Leben geschieden bist, mit dieser Bewusstseinsqualität, kommst du in dieses Leben herein. Also man könnte jetzt sagen, das sage ich meinen Astrologiestudenten immer, das Geburtshoroskop, was dich ja abbildet, ist inhaltlich und symbolisch exakt das Sterbehoroskop aus dem letzten Leben. Deswegen bringt man seine Talente mit, deswegen bringt man die Persönlichkeit mit. Deswegen gibt es in der Familie eben Sohn, Kind, obwohl alles identisch ist. Vater ist derselbe Vater, ist dieselbe Mutter. Hängt das dann damit auch zusammen, dass Kinder eben auch krank zur Welt kommen, dass sie das quasi aus dem letzten Leben schon mitbringen? Weil ich denke mir so, wenn ein Kind gerade geboren wird, dann kann das ja noch keine psychischen Probleme haben. Weil es hat ja eigentlich, außer jetzt die 9 Monate im Bauch, noch nichts weiter erlebt. Ja. Ja, also das ist durchaus mit zu berücksichtigen, denn es ist wirklich so, dass man gewisse Bewusstseinsinhalte mit aus dem letzten Leben transportiert, weil die noch nicht gelöst worden sind. Und dann kann es diese karmischen Zusammenhänge geben. Macht es dann Sinn, eben Probleme, also Karma im Prinzip aus den alten Leben aufzulösen? Ja. Gut, das kann man jetzt natürlich nicht mit dem Kleinkind machen oder sowas, sondern mit dem Baby. Da ist es wichtig, dass das Kind versorgt wird, dass es umsorgt wird. Das ist da viel, viel wichtiger. Aber im Erwachsenenalter kann man da durchaus so eine Therapie empfehlen wie Reinkarnationstherapie. Ich bin ja auch ausgebildeter Reinkarnationstherapeut, arbeite allerdings nicht mehr darin, weil ich habe mich für die Astrologie entschieden. Aber Karma kann man auch im Horoskop sehen und Karma hat natürlich auch was mit dem Gesundheitszustand zu tun. Absolut, ist richtig. Welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt, da etwas medizinisch auszusagen? Also was würdest du mir jetzt mit auf den Weg geben, wenn du jetzt mein Horoskop siehst, was ich ändern muss, warum ich es ändern muss und ja, wo der Weg hingeht, was es dann überhaupt für einen Sinn macht, da tatsächlich wieder in die Gesundheit zu kommen? Ja, vorausgesetzt, du hast einen Leidensdruck. Ja? Ja. Und du würdest zu mir kommen, hast du ja gemacht. Habe ich gemacht, vielleicht kannst du dazu dann nachher auch was sagen. Genau, also bei mir ging es ums Thema Rheuma, beziehungsweise ich habe Morbus Bechterew, also Autoimmunerkrankung, hatte extrem starke Schmerzen auch. Und
Da würde ich dann noch zum medizinischen Stundenhoroskop was sagen, weil das habe ich bei dir angewendet. Ah ja, da gibt es also Unterschiede. Spezielle Techniken. Ich bleibe jetzt erstmal beim Geburtshoroskop. Ja. Und da kann man jetzt eben schon sehen, hat dieser Mensch, der da kommt, eine Krankheit, eine überproportionale Krankheitsveranlagung. Ja, weil krank wären wir ja irgendwie alle mal, ja, wenn das eine Grippe ist. Und wo würde sich das abbilden und was ist der psychische Hintergrund? Vielleicht kann ich dazu ein Beispiel mal ausführen. Ja. Und ich werde das nie vergessen, wie ich damals mit der medizinischen Stunden, also Astrologie angefangen habe, wie ich damals einen Anruf bekam, weil der war so prägnant. Da war so es hatte sich so angehört, eine ältere Dame am Apparat. Die war dann auch bei mir, die war schon älter. Also sie war im Rentenalter. Ja? Und die sagte dann, also lieber Herr Gorkiew, ich habe Sie in einem Vortrag gehört, da haben Sie gesagt, Sie können medizinisch hier was aussagen und das will ich jetzt aber von Ihnen wissen. Und fangen Sie bloß nicht so an rumzuschwurbeln, wie die Mediziner, die ich ja mein Leben lang besucht habe, die Schulmediziner, hatte also wirklich so was gleich am Telefon. Ich glaube, die war schon am Ende. Ja. Ja, die sagt, ich will auch nichts hören, was ich von diesen ganzen Naturheilpraktikern gehört habe. Ja, die Heilpraktiker haben mir genau dasselbe erzählt, die konnten mir auch nicht helfen. Ich sage, was ist denn los? Also ich bin schon immer, nach jedem Satz bin ich schon immer tiefer in mich reingesungen und sage, um Gottes Willen, was ist los? Und die hat dann eben Folgendes geschildert und das ist eine leidvolle Geschichte. Also sie hatte seit frühester Jugend schwerste Migräne und zwar, also sie hat das ausgedrückt wie fast ständig. Ja, eine Migräne weg, dann kam die nächste und das ist natürlich extrem beeinträchtigend. Sie war beim Mediziner, sie war bei den Ärzten schulmedizinisch versorgt. Es hat nichts geholfen. Vielleicht mal ganz kurz, aber nichts dauerhaft. Die Naturheilpraktiker konnten ihr da auch nicht helfen. Sie war beim Psychologen, hat sich auch psychotherapeutisch dann betreuen lassen, hat Medikamente genommen und hatte mich eben da gehört und hat mich ein bisschen unter Druck gesetzt. Aber war ein ganz interessanter Fall, den ich also nie vergessen werde, denn dieser Fall ist jetzt auch Bestandteil meiner Ausbildung. Das müssen alle meine Studenten einfach mal sich angucken, weil der ist so schön klar. Hm. Ich würde jetzt einfach mal erzählen, was da klar zu sehen war. Es war sehr eindeutig, war sehr was eindeutig. Das Problem ist. Okay. Manchmal sind diese Horoskope nicht so wohl erzogen, da muss man sehr tief reingehen und gucken und lange hin und her schauen. Ja. Aber das war so klar, das lag quasi wie auf dem Präsentierteller. Ja. Und ich versuche das jetzt, weil natürlich ab und zu falle ich in so astrologische Fachtermini, da müsstest du mich unterbrechen. Ich versuche es jetzt leicht verständlich zu machen. Also für jemanden, der also keine Astrologie kann. Es ist so, dort war klar zu sehen, dass der Körper dieser Frau, insbesondere das Gehirn, in dem Fall war es Merkur. Mhm. Merkur repräsentiert unter anderem das Gehirn im menschlichen Körper. Dieser Körper war über einen gewissen Aspekt, astrologischer Aspekt, Opposition nennt man das, ein Herausforderungsaspekt, ein Spannungsaspekt, direkt angegriffen von den sogenannten Krankheitsplaneten Mars und Saturn. Mars und Saturn stehen, wenn sie zusammenstehen, für, unter anderem für Krankheit, unter anderem für Infekte, Krankheit etc. Bei der Partnerschaft wäre das Trennung. Ja, aber nun sind wir im Krankheitsfeld, im Gesundheitsfeld, dann ist das Krankheit. Und diese beiden Planeten griffen also aus einem ganz bestimmten schlecht gestellten Feld in der Astrologie, das ist das 12. Haus, griffen die also den Aszendentenherrscher an, den Körper. Dort konnte man sehen, ja, hier ist latent von Anfang an eine Krankheitsveranlagung gegeben gegen den Körper, gegen das Gehirn, gegen den Kopf. Ja, Migräne findet ja nur einfach mal oben statt. Und das konnte man sehen. Aber das hat sie mir ja schon gesagt. Also das war jetzt nichts Herausragendes für sie, dass ich das im Horoskop sehe. Sie wollte ja wissen, woran liegt das. Oder was sie dagegen tun kann. Und was kann sie dagegen tun. Und jetzt muss man als Astrologe schauen, welche astrologischen Häuser beherrschen denn diese Krankheitsplaneten? Wo kommt das her? Wie sind die Querverbindungen? Und da musste ich in diesem Fall zu dem eindeutigen Schluss kommen und bin auch gekommen relativ schnell, dass das was mit ihrer Sexualität zu tun hat. Denn beide Planeten beherrschen die jeweiligen Sexualitätshäuser. Und das heißt, diese Energie, diese Krankheitsenergie, die sie da latent hatte, kam aus der Sexualität, die da schwache astrologische Häuser, nicht kraftvoll, verdrängt wird. Man könnte also hast du dann Sex verabreicht oder was verschrieben?
Wir haben dann auch, also, wieder gesund wird. Das ist mal ein schönes Rezept. Sechs auf Krankenstein oder auf Rezept, das wäre mal was. Es war aber erstmal, also ich war dann, wie gesagt, zur Beratung bei mir und ich hatte das dann eher so erklärt. Und es ist dann, ich werde das nie vergessen, das war eine sehr persönliche Beratung. Mhm. Weil das, man merkte dann sofort erstmal die Betroffenheit. Also sie war wirklich extrem betroffen. Das hat mich gleich betroffen gemacht. Haben uns erstmal angeguckt. Und sie sagte, Herr Gurgel, das gibt's nicht. Das ist tatsächlich so. Ich habe keine Sexualität. Hm. Verdrängt, da waren sind noch Sachen vorgefallen, die das jetzt nicht gerade befördert haben. Hm. Ja. Also auch viel Angst dann Gott ja, reingespielt. Da ist auch Angst drin, Saturn ist Angst. Also wenn jemand Astrologie lernt, lernt er auch, Saturn symbolisiert auch die Angst. Ja, Saturn macht ja dann diesen Spannungsaspekt. Und jetzt stand man da. Jetzt war klar, das ist das, sie hat das bestätigt. Und das fing tatsächlich, diese Migräne fing also auch im Pubertätsalter an. Das hatte sie mir dann also auch im Nachhinein nochmal sehr bestätigt. Ja? Und jetzt kann man überlegen, was macht man damit? Beim Astrologen ist es wie beim Onkeldoktor, sage ich immer. Ja, man fühlt einen Puls, Puls ein bisschen zu hoch, Diagnose, und jetzt verabreichen wir dir ein Medikament. Und so ist es beim Astrologen auch. Wir schauen erstmal, woran liegt es? Und dann kann man überlegen, was kann man damit machen? Nun ist es natürlich so, sie war über 60. Ja? Da ist schwierig jetzt in diesem Kontext. Sie hat mich auch, es war sehr betroffen. Sie hat mich auch gefragt, was kann ich jetzt damit machen? Ja. Ist es nicht jetzt viel zu spät? Sie war sehr, sehr enttäuscht im Prinzip. Und dass es eben so lange gebraucht hat, dass das mal jemand sagt. Und habe ich ihr erklärt, dass es nie zu spät ist, weil ja die Seele wieder inkarniert. Die Seele inkarniert wieder, solange dieses Thema gelöst ist. Also es ist nie zu spät, sich mit Themen zu beschäftigen. Und das kann man auf verschiedenen Ebenen machen. Wir haben also was ausgearbeitet, dass wir gesagt haben, okay, sie hat das ja alles verdrängt. Bild, Ton, Gedanken weg. Hm. So, dass ich gesagt habe, schauen Sie mal, fangen Sie einfach mal mit dem erotischen Buch an. Das hatte sie noch nie sich gegönnt. Ja. Ja? Fangen Sie mal mit so einem erotischen Buch an, lesen Sie das mal, schauen Sie sich erotische Bilder an. Dann kann man auch mal so ein Filmchen anschauen, ja. Und vielleicht kommt dann doch durchaus noch ein rüstiger, das ist doch ein Mensch daher, mit dem man das dann auch mal ausprobieren kann. Das ist überhaupt nicht das Problem. Das kann man machen. Und selbst wenn es nur auf dieser Gedankenebene bleibt, wird das dort zumindest bearbeitet. Dass es nicht wieder mit ins nächste Leben Das schon, da ist die Anfangsenergie im nächsten Leben ganz anders. Ja? Und man kann in dem Horoskop natürlich auch karmische Zusammenhänge sehen. In diesem Fall habe ich ganz exakt gesehen, dass es was mit ihrem Karma zu tun hat, dass sie also auch im letzten Leben Probleme mit der Sexualität hatte. Und man konnte über das 9. Haus assoziieren. Meine Astrologiestudenten wissen, was 9. Haus ist. Weltanschauung, Religion. Mhm. Und der Herrscher des 9. Hauses machte eben diese starke Opposition. Da kann man ziemlich klar assoziieren, dass das was mit Weltanschauung und religiösen Dogmen zu tun hatte im letzten Leben. Was ja viele von uns in alten Leben hatten. Ja, das tragen viele. Bei ihr ist das sehr zum Ausdruck gekommen. Und man könnte jetzt, weil man sah auch, dass das durchaus durchs Elternhaus kam, das könnte man alles sehen. Aber eins baut auf das andere aus. Man kann also jetzt nicht sagen, das Elternhaus ist dran schuld. Diese Denke muss ich immer ein bisschen relativieren. Na klar hat das Elternhaus einen großen Einfluss auf die Erziehung, auf das Standing, auf das Selbstbewusstsein. Aber wie wir gelernt haben, kann ja eine Seele nur dann inkarnieren, wenn die Zeitqualität passt. Und die Zeitqualität umfasst natürlich auch die Qualität des Elternhauses. Also letztendlich habe ich mir das Elternhaus doch ausgesucht. Aber die Essenz habe ich im letzten Leben gelegt. Dass ich eben genau da inkarniere, zu dieser Zeit und an diesem Ort. Ja, deswegen kann man den Eltern jetzt nicht so den Vorwurf machen. Natürlich sind die funktional auch immer mit dabei, völlig klar. Das heißt, dann macht es auch wirklich Sinn, solche Dinge wie Aufstellungen bzw. Ahnenforschung, Ahnenarbeit, da auch mal das Ganze zu hinterfragen. Ich kann als medizinischer Astrologe sehen, welche Therapien eben günstig sind. In diesem Fall wäre tatsächlich sowas angezeigt, also eine Familienaufstellung, eine Ahnenaufstellung, ja. Mhm. Ja, weil es ist ja, wie gesagt, im letzten Leben verankert. Ich würde eben auch eine Reinkarnationstherapie empfehlen.
Ja, in diesem Fall. Weil man kann schon sehen, welche Therapien würden denn jetzt hier besonders wirken. In dem Fall haben wir das auch mit ins Auge gefasst. Das war ein Bestandteil des Gesprächs. Ja. Ja. Du hattest es vorhin schon mal kurz angesprochen, es gibt ja auch das medizinische Stundenhoroskop. Ja. Wie unterscheidet sich das jetzt zu dem Lebenshoroskop? Ja, dass das Geburtshoroskop die komplette generelle Veranlagung zeigt im Leben. Das ist latent immer im gesamten Leben mit drin. Darauf müsstest du also immer mal Acht geben. Ja? Ich gebe mal ein paar Beispiele. Wenn ich sehe, ein angegriffener Jupiter im sechsten Haus, vielleicht rückläufig oder so, dann sollte man immer mal schön auf seine Leber Acht geben. Da ist dort die Schwachstelle. Ja, eine Opposition von Mond zu Saturn zeigt an, es ist eine Disposition zur Depression da. Da müsste man sich dort immer schön damit beschäftigen. Das sind Lebensthemen, die das ganze Leben latent wirken. Der Unterschied zum medizinischen Stundenhoroskop besteht darin, dass wir auch in diesem Leben Dinge machen, die uns vielleicht nicht gut tun, die jetzt gar nichts mit dem letzten Leben zu tun haben. Und dass man in eine ganz spezielle Situation kommt, die eben irgendwie ein ganz anderes Symptom zutage fördert. Und da kann man mit diesem Stundenhoroskop ganz speziell auf dieses Symptom eingehen und das betrachten. Das funktioniert wie folgt. Ein guter Zuhörer. Ja. Immer dabei. Sehr astrologieaffin. Das ist die Astrologiekatze. Man kann also das wie folgt benutzen. Und das mache ich jetzt auch schon seit einiger Zeit, dass die Leute mich so anrufen und sagen, okay, ich habe dieses und dieses Symptom. Was kann ich dagegen tun? Wie sieht das aus? Was würde helfen? Ja. Und da mache ich als Astrologe, benutze ich die alte Technik der Stundenastrologie. Ich mache also im Augenblick der Fragestellung, wenn ich also die Frage verstehe, mache ich ein Stundenhoroskop, ein medizinisches Stundenhoroskop. Und da in diesem Stundenhoroskop die Frage abgebildet ist und letztendlich auch die Antwort, weil im Anfang ist ja immer alles mit drin, kann ich dort sehen, was man machen kann. Und hier ist insbesondere sehr wichtig zu schauen, wie sind die sogenannten Elemente verteilt. Ja, die Elemente, sagt ja was, Wasser, Feuer, Luft, Erde. Genau, das sind die Elemente. Es gibt nichts in unserer materiellen Welt, sage ich mal, was nicht aus diesen vier Elementen aufgebaut wäre. Und unser Körper besteht aus diesen vier Elementen. Letztendlich unser Geist und unsere Seele ist auch fragmentiert damit. Und Krankheit oder Symptome treten immer dann auf, wenn es dort ein Ungleichgewicht gibt. Wenn also ein Element sehr stark aus dem Gleichgewicht fällt, dann erst entsteht ein Symptom. Und mittels dieses medizinischen Stundenhoroskopes kann ich schauen, welches Element ist in Ungleichgewicht. Man kann durch gewisse Maßnahmen dieses Element wieder in das Gleichgewicht bringen. Das heißt, egal welches Horoskop ich jetzt habe, ich muss halt sehen, dass immer alle vier Elemente gleichermaßen oder gleich bedient werden. Das wäre der Idealfall. Nun kannst du auch von einer Sonnenblume nicht verlangen, dass die plötzlich rot wird. Ja? Weil eine Sonnenblume ist nun mal gelb. Ja? Würde jetzt niemand auf die Idee kommen und sagen, Mensch, sieh mal zu, dass du rote Blätter ausbildest. Aber wir können also ja mal so wirklich ein Beispiel nehmen. Wir können auch gerne mein Beispiel nehmen. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Wir haben das ja bei mir gemacht. Ja, na klar. Ja, es ist so. Also vielleicht erkläre ich noch ganz kurz, das ist wichtig im Verständnis. Die jeweiligen Elemente haben also eine gewisse Signatur, also eine Temperatur und Feuchtigkeit. Ein Beispiel, das Feuerelement ist von der Signatur heiß und trocken. Ne? Das haben wir ja bei dir festgestellt. Genau. Im Gegensatz zum Wasserelement, das ist natürlich kalt und feucht. Ne? Und diese Betrachtungsweise hilft uns bei der Einschätzung und auch beim Korrigieren des Elementes. Ich nehme mal das Beispiel. Damit die Zuschauer sich mal was vorstellen können, genau, wie das aussieht. Genau. Nehme ich einfach mal ein Beispiel. Du hattest mich ja vor, was war das, schon ein halbes Jahr her, ne, oder? Ja, hast du mich angerufen und gefragt, wie das also bei dir aussieht. Vielleicht sagst du nochmal, wie die Symptome waren. Oder genau, ich hatte dich angerufen, weil ich Morbus Bechterew habe. Also es ist eine rheumatische, chronische Wirbelsäulenentzündung. Ja. Einhergehend mit Morbus Scheuermann. Also ich hatte generell immer Probleme mit der Wirbelsäule. Ja.
und starke Schmerzen, wobei ich bis dahin, wo ich dich angerufen habe, schon langsam auch in den Griff gekriegt habe. Deswegen war es eigentlich schon sehr interessant. Genau. Ich hatte zu dem Zeitpunkt dann eben auch schon Kohlenhydrate größtenteils weggelassen, habe mich hauptsächlich von gesunden Fetten ernährt, habe dann auch schon mit Omega-3 angefangen, mich bewegt. Sprudelsport ist ja sowieso meine Berufung. Das wurde auch schon besser. Allerdings war für mich trotzdem noch dieser, ja, einfach dieser Knackpunkt, warum habe ich jetzt genau diese Krankheit? Da habe ich auch schon viel mit neuer Medizin beschäftigt. Aber trotzdem war es ja so, auch wenn ich das Problem gelöst habe, habe ich ja gemerkt, okay, sobald ich wieder Kohlenhydrate esse, kriege ich auch wieder Rheumaschübe. Genau. Und da kriege ich auch wieder diese Schmerzen. Und ich war eigentlich am selben Punkt wie du damals mit dem Tinnitus, dass ich gesagt habe, nee, also so lebe ich nicht weiter. Das waren meine Probleme. Und dann habe ich dich zur Sendung eingeladen und wir haben dann aber vorher noch mal telefoniert und deswegen kam das dann im Prinzip zustande. Genau, und du hast mir dann Folgendes gesagt. Ich habe also in dem Moment, ich habe mir die Uhrzeit notiert, in der du mich das gefragt hattest, habe dann nach unserem Telefonat ein medizinisches Stundenhoroskop erstellt und dort konnte man glasklar sehen, dass du einen sehr hohen Überschuss an Feuer hast. Also dieses Element bringt die anderen alle ein bisschen durcheinander. Ja? Ich sage das einfach mal so. Du hast also sehr viel Feuer. Da kann man also auch auf die Persönlichkeit rückschließen. Ja, es ist also, dürfte ein sehr feuriger Typ sein, sehr energiegeladen etc. Aber im Körper macht so viel Feuer Probleme. Bei dir macht das eben diese Morbus Bechterew Probleme. Ja? Das kann bei jemandem anders was ganz anders machen. Ja? Und ich habe mir dann also überlegt, wie bringt man jetzt dieses Feuerelement wieder ins Gleichgewicht? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann einmal antipathisch arbeiten. Das heißt, das entgegengesetzte Element zum Feuer wäre dann das? Wasser, weil man löscht Feuer mit Wasser. Ja. Also habe ich mir angeschaut, was kann man machen? Ich habe ja deswegen einen Ernährungsplan erstellt. Denn jedes Lebensmittel trägt eine Signatur in Bezug auf Temperatur und auf Feuchtigkeit, so dass gewisse Lebensmittel für dich ab sofort verboten waren. Ja, und das hatte sich dann schon bei uns überschnitten. Du hast tatsächlich mir von Lebensmitteln abgeraten, die ich selber, wo ich selber schon gemerkt habe, die muss ich weglassen. Genau. Also das wäre überhaupt das Erste, was man macht, weil das sind einfache Dinge. Die alten klassischen Astrologen waren richtig gut. Ja. Die wussten, dass Ernährung natürlich eine Medizin ist. Ja. Die wussten, dass Lebensweise Medizin ist. Oder eben nicht, ja, also je nachdem, wie man lebt. Und da kann man mit relativ einfachen Mitteln der Umstellung der Ernährung relativ schnell, wenn es das Horoskop anzeigt, bei dir war es relativ schnell, kann man schnell Erfolge zeitigen. Das war auch das Erste, was ich gemacht hatte. Ja, vielleicht, du hast ja bevor schon ich weiterrede. Genau, ja, du hast ja schon gesagt, ich soll Kohlenhydrate weglassen, ich soll eher kalt essen, ich soll viel Rohkost essen. Allerdings auch Milchprodukte, hast du gesagt, ist kein Problem, weil die auch kühlend sind. Ja, vielleicht ganz kurz, die Aussage, dass eben Milch generell schädlich ist, stimmt eben so nicht. Ja, vielleicht tue ich jetzt einige ein bisschen irritieren, aber kein Lebensmittel ist per se schädlich. Nur wenn es auf das falsche Element trifft. Ja. Bei dir hätte ich sogar, habe ich ja dazu geraten, dass du das nimmst. Genau, ich hatte ja vorher auch schon mal nach meiner Fastenkur eine vegane Ernährung gemacht, die mir auch nichts geholfen hat. Ja. Was mir aber tatsächlich, da bin ich auf die ketogene Ernährung gekommen und die hatte mir sehr, sehr gut geholfen und das hatte sich dann eben mit dir überschnitten. Und du hast mir auch geraten, ich soll eben nicht nur Wasser trinken und Tee, sondern auch mal wieder Säfte. Ja. Ich soll mehr Säfte zu mir nehmen, ich soll viel Rohkost essen, überhaupt Unverarbeitetes, Frisches, was eben alles kalt und nass ist. Weil das Ernährungsfeuer bindet. Und du hast mir auch zu Fisch dann geraten, zu sagen, du brauchst Fisch, weil ja das auch wieder Element Wasser im Prinzip ist. Außer Forelle war es, glaube ich. Ja, spezielle Fische sind nicht alle Fische in dem Fall. Genau. Ja, das stimmt. Und ich habe das tatsächlich so umgesetzt. Ich meine, bin ja nun Vegetarier, habe dann aber angefangen, wenigstens ab und zu einmal im Monat oder alle zwei Wochen mal einen Fisch zu essen. Du hattest mir auch zu Schweinefleisch geraten. Das habe ich bis heute nur einmal gemacht. Da komme ich einfach nie ran. Vielleicht, ich sag immer im Kontext der Persönlichkeit. Ja, wenn jetzt jemand zum Beispiel gar kein Fleisch isst, dann sollte man das weglassen. Ja, ich mache das als Kind schon nie. Also ich habe noch nie Fleisch gemacht. Also keine Übertreibung. Genau. Aber ich habe wenigstens ab und zu wieder zu Fisch gegriffen.
und habe tatsächlich darauf geachtet, auch wieder öfter Rohkost zu essen und auch kalt zu essen. Mhm. Also nie mehr so heiß. Ich war immer jemand, der gern heiß gegessen hat. Genau, das wäre schädlich. Das habe ich umgesetzt und ich habe daraufhin, du hast mir noch einen Tipp gegeben und das war kalt duschen. Ja. Und ich muss dazu sagen, kalt duschen ist für mich der wirklich, es kann sich niemand, aber es ist wirklich der Horror für mich. Also, und jetzt kommt was ganz Witziges. Ich bin tatsächlich sehr wasserscheu. Ich hasse Wasser. Also ich bin auch nicht die Badenixe, die irgendwie geil in den See springen und ab ins Meer. Ich liege gern am Strand in der Sonne bei 35, 40 Grad, volles Rohr. Da sind wir schon beim Thema. Aber ins Kalte, also wenn wir den ganzen Tag, ich mit Freunden am See bin, ey, das ist, also das Höchste meiner Gefühle ist, zweimal ins Wasser zu gehen und dann bin ich nicht länger als 5 Minuten drin. Und du hast mir dazu geraten und das war echt, also das war echt Nötigung. Ich habe es gemacht. Gut so. Ich habe immer lauwarm geduscht. Aber das hat sich auch relativ schnell ausgewirkt bei dir. Ja, das war extrem. Ich war ein wirklich richtiger Heißbad. Also ich musste wirklich so heiß baden, dass wenn ich aus der Badewanne bin, dass mein Kreislauf wirklich schon, ne, dass mir so schwindelig wurde oder auch Sauna und sowas. Und ich habe dann das gemacht und ich habe dann regelrechte Hitzewallung gekriegt. Und ich war vorher ein Typ, ich habe viel gefroren, das war auch ein Problem. Ich war immer kalt, ich habe immer gefroren. Mhm. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe geschlafen. Also ich hatte mein Bett erstmal ein Mikrofaserbettlaken oder so ein Unterbett. Mhm. Darauf hatte ich eine Heizdecke. Darüber hatte ich eine Mikrofaserdecke. Mhm. Und darüber hatte ich meine Bettdecke. Und dazu hatte ich lange Hosen und ein langes T-Shirt. Weil ich habe wirklich immer gefroren wie ein Schlosshund. Und meine Kollegen durften auch niemals das Fitnessstudio lüften, in dem wir arbeiten. Also wenn die Tür aufgemacht haben, da war ich wirklich schon so, da musste ich sofort meine Jacke holen und um Gottes Willen. Und dann war es tatsächlich so, es war ja noch im Frühjahr, also da war es ja noch recht frisch. Ja, genau. Immer noch frisch. Dass ich solche Hitzewallungen gekriegt habe. Also ich habe dann angefangen, nur noch kurze Sachen anzuziehen im Bett. Ich habe dann als erstes meine Heizdecke rausgeschmissen, dann habe ich meine Mikrofaserdecken rausgeschmissen. Mittlerweile schlafe ich einfach nur noch ganz normal mit einer ganz normalen Decke, ohne Hose, kurzes T-Shirt. Und ich habe auf Arbeit eigentlich permanent nur noch die Tür offen. Ich habe Schweißausbrüche gekriegt, sodass meine Kollegen, die eigentlich immer diejenigen waren, die ständig lüften mussten, gesagt haben, ey Mädel, wir machen jetzt die Tür zu und wenn ihr zu heiß ist, dann stell dich vor die Tür. Ja. Also meine Arbeitskollegen haben wirklich gefroren wie ein Schlosshund, während ich dann in dem T-Shirt rumgerannt bin. Und ich habe wirklich geschwitzt. Also ich kam mir vor wie in einer Sauna. Das ist natürlich, wenn man das jetzt hört, weil wir haben ja festgestellt, du hattest einen Feuerüberschuss. Ja. Und da kann man sich überlegen, wieso ist da dann ständig kalt gewesen? Ja. Das hängt damit zusammen, dass das Feuer im Körper gebunden war. Der Überschuss war da, konnte aber nicht abgeleitet werden. Und deswegen macht er diese entzündlichen, rheumatischen Beschwerden bei dir. Feuer, Entzündung. Ja. Zündung. Ne? Und wir haben also durch diese Maßnahme das Feuer quasi genötigt. Oder wir haben ihn einen Weg gewiesen, wie es abgeleitet werden kann. Und plötzlich wird es auch für dich günstig. Du frierst nicht mehr so. Endlich kann das Feuer rauskommen. Ja. Und das erreicht man eben durch diese Maßnahme. Ja, schon wieder so eine warme Eigentemperatur. Ja, ne? Auch wenn ich kalte Hände habe, ist mir trotzdem nicht kalt. Also viele sagen immer so, oh Gott, ist der kalt? Und nö, eigentlich gar nicht. Hast du super reagiert. Das war nach relativ kurzer Zeit. Ja, dann hast du mir verschiedene Kräuter empfohlen für Tee. Tee und Saft, genau. Ja, vielleicht sage ich da was dazu. Also die Ernährungsgeschichte ist wichtig. Das würde ich als erstes machen. Mhm. Und dann gibt es tragen verschiedene Kräuter und Tees auch eine gewisse Signatur. Mhm. Genau wie die Planeten ja eine Signatur tragen. Und es gibt auch Kräuter, die diesen Feuerüberschuss ableiten. Ja? Und da habe ich dir eben diesen Kräutertee empfohlen, den du dir dann auch dann getrunken hast. Dann kann man mit Edelsteinen was machen. Also Edelsteine haben dieselbe Signatur. In dem Fall war es bei mir Venusstein, sollte ich noch raussuchen. Hier haben wir dann sympathisch gearbeitet, weil die Venus war bei dir ein bisschen geschädigt im Medizinstundenhoroskop. Während wir antipathisch bei der Ernährung gemacht haben, können wir die Venus stärken, indem wir einen Venusstein geben. Da wird sympathisch gearbeitet. Beide Methoden, Polaritätsgesetz, führen zum Ziel. Und die Homöopathen wissen das Gleiche. Es wird mit Gleichem geheilt. Und so habe ich dir den Venusstein empfohlen. Wo hast du denn eigentlich? Heute Hallo? Nicht. Da geht es ja gut. Ja. Und wir haben dann auch ein bisschen psychologisch gearbeitet. Ja, genau, das kommt noch dazu. Und dann hast du mir sozusagen mein auch Lebensziel, beziehungsweise meine Berufung, was ich machen sollte, beziehungsweise was ich ausleben muss. Ja. Da war tatsächlich der Sport auch mit dabei, also Energieabbau. Ja, genau. Allerdings nicht beruflich, sondern eher privat. Du hast mir auch empfohlen, schwimmen zu gehen. Das habe ich bis heute nicht gemacht.
Ich bin Fahrrad gefahren. Okay. Du hast gesagt, ich darf auch Fahrrad fahren. Auch gut. Ich bin dann also immer mit dem Fahrrad auf Arbeit gefahren, also schwimmen, also tut mir leid. Und dann noch dieses Klo. Das kannst du ja im Sommer dann machen. Ich wollte es tatsächlich in meinem Urlaub angefangen. Winter. Blöderweise kam dann Corona dazwischen und die Schwimmhalle haben zugemacht. Alles gut. Alles gut. Und, aber ich bin viel Fahrrad gefahren, genau. Und Sport war eben auch so eine Geschichte. Ja, viel Bewegung und die Berufung ausleben ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Also da spielt das Lebensziel, vielleicht kannst du da nochmal was sagen, eine wichtige Rolle. Ja. Zumal wir ja gerade, wenn wir krank sind, immer an diesen Punkt kommen und zu fragen, warum bin ich eigentlich hier, was soll ich machen und was ist mein Lebensziel? Ja. Und alleine das Lebensziel von dir mal zu hören, was sich ja auch wieder irgendwie, was man eigentlich instinktiv ja auch schon weiß. Genau. Aber man da trotzdem auch nie so, ne? Aber eigentlich hast du das auch bestätigt und seitdem kann ich das auch wirklich ausleben und weiß auch, dass das, was ich tue, jetzt auch wirklich richtig ist und es fühlt sich auch richtig an. Genau. Also wie du das sagst, kann man natürlich auf der körperlichen Ebene arbeiten, ja? Aber es ist wichtig, auch das seelisch zu betrachten, ja? Weil ich denke ja, dass ein sehr hoher Prozentsatz, wenn nicht fast alles, unserer körperlichen Seiten seelischen Ursprungs sind. Und da ist es natürlich wichtig zu wissen, was habe ich eigentlich für ein Lebensziel? Und tatsächlich wissen das die meisten Menschen instinktiv. Im Laufe des Lebens haben wir nur gelernt, durch Erziehung, durch gesellschaftliche Zwänge, durch partnerschaftliche Zwänge, durch Kinderzwänge, durch was für Zwänge auch immer, haben wir gelernt, uns ein bisschen mit unter sehr viel zurückzunehmen, sehr viel einzustecken, über alle Maßen, ich sag mal, etwas zu schlucken, was nicht zu uns gehört. Und da kann das ganz hilfreich sein. Viele meiner Klienten, denen ich also exakt das Lebensziel rausschreibe, das kann man ganz exakt machen. Ich meine das wirklich wörtlich. Ich habe das ja für dich auch gemacht, du hast es da. Sagen, sowas habe ich geahnt und so, aber dass die das jetzt sehen, dann scheint das zu stimmen. Und da machen sich viele dann endlich auf und setzen das um. Vielleicht ganz kurz, weil das ist immer noch ein kleines Missverständnis der Leute. Lebensziel muss man nicht unbedingt im Beruf umsetzen. Das ist nicht zwingend. Mhm. Ja? Mhm. Wenn ich als Lebensziel habe, sag mal was. Weltanschauung war bei mir immer ganz viel drin. Das muss man nicht im Beruf, das kann man auch privat machen. Ich hatte mal einen Beamten bei mir sitzen, der hatte als Lebensziel Elektronik. Tatsächlich, also hast du elektronisch. Das kannst du direkt so sehen. Wie ich vorhin sagte, wörtlich. Das ist tatsächlich auch wörtlich zu nehmen. Ja, mit der Technik der Hamburger Schule kann man das super machen. Das ist eine ganz feine Technik. Und da habe ich so gesagt, Elektronik bei Ihnen, Sie sind Beamter. Sagt er, Herr Gorkje, super. Wenn ich nach Hause komme, da hat er ja noch ein bisschen Kraft als Beamter. Nichts gegen unsere Beamten. Alles gut, das war Spaß. Und da sagt er, er lässt alles fallen und liegen und dann widmet er sich seiner voll elektronisch gesteuerten Eisenbahn. Und er hat etwa nicht nur so eine kleine Eisenbahn, wie ich das so kannte, so früher, so eine Tischplatte. Da sagt, meine Eisenbahn fährt durchs Haus. Durch die ganze Wohnung, Durchs Haus. Ich sage, wie durchs Haus? Er hat Durchbrüche gemacht und da fährt die dann da durch. Und seine Frau freut sich ja ungemein, wenn da wieder Ist sehr gut. Freut sich super, wenn er wieder so eine Lok antuftelt und durchs Wohnzimmer fährt und dann abbiegt ins Schlafzimmer. Das finde ich immer klasse, hat er mir erzählt. Also man kann das, wichtig ist nur, dass man das bearbeitet und dass die Seele nicht leidet, wenn man sich das ständig verbietet. Bei mir war es zum Beispiel so, also ich weiß schon, warum ich Tinnitus, um jetzt mal auf den Tinnitus wieder zurückzukommen, den ich hatte, ich weiß jetzt schon, warum ich Tinnitus bekommen musste. Wenn man jahrelang eine Tätigkeit macht, die zwar am Anfang mal Spaß gemacht hat, aber dann nach Jahren so langweilig war, dass das Intellekt nie fordert, dass das eben wirklich total am Entwicklungsziel vorbeigeht, dann muss man sich nicht wundern, wenn man plötzlich ein Geräusch bekommt im Ohr und sagt, hallo, hörst du jetzt was? Du hörst offensichtlich nicht viel, dann mache ich das Supergeräusch. Und dann habe ich eben dann das Supergeräusch bekommen, weil ich eben nicht gehört habe. Also es ist immer auch eine seelische Komponente drin, völlig richtig. Das heißt, unser Körper zeigt uns den Weg und wir müssen nur auf ihn hören. Ja, letztendlich. Hört sich immer einfach an, aber. Letztendlich, wir bräuchten, ich mache jetzt mal was ganz Provokantes, sage ich jetzt mal, wir bräuchten keine Psychologen, wir bräuchten keine Psychotherapeuten, wir bräuchten keine Astrologen. Ja? Wenn wir das Kind, was auf die Welt kommt, einfach lassen machen würden.
Ja, ich habe das mal gehört, das ist nicht von mir, die Vera Birkenbiel, ich weiß nicht, ob du die kennst, die hat das mal gesagt. Ja, sehr bekannt. Ja, ganz taffe Frau. Die hat gesagt, ja, das Kind kommt mit 100% Potenzial auf die Welt und dann kommt was dazwischen. Die Erziehung. Ja. Da ist was Wahres dran. Das ist ein schönes Abschlusswort, Thomas. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Bitte sehr. Oder immer noch Spaß da gemacht. Bist. Genau. Und wir haben noch viele weitere Themen, Interviews, die wir gern zusammen führen möchten. Und wir haben uns da mal 6 spannende Themen rausgesucht. Und ihr dürft sozusagen entscheiden, welches Interview ihr zuerst sehen möchtet. Ich werde es auch dann unten nochmal in die Beschreibung mit einbringen. Aber ganz kurz hier. Also ihr könnt entscheiden, möchtet ihr was sehen zur exakten Berechnung des Lebensziels. Wir hatten es ja jetzt schon mal mit angesprochen. Als zweites Thema haben wir Ursache von Tinnitus und Depression. Da würden wir dann sozusagen nochmal wirklich näher auch darauf eingehen, auf Ursache und Wirkung. Dann haben wir als drittes Thema uns überlegt, Ursache von Burnout und Migräne. Auch etwas, was wir jetzt schon so ein bisschen angeschnitten haben. Aber auch viele, die davon eben betroffen sind. Sehr spannend, Ursache von Reinkarnation und Karma. Fünftes haben wir Zahngesundheit und als sechstes das Alter. Ja. Das sind die 6 Themen, die noch offen sind, über die wir noch sprechen möchten. Wie gesagt, ihr entscheidet, welches möchtet ihr als nächstes sehen. Schreibt es einfach mit unten in die Kommentare und in diesem Sinne sagen wir vielen Dank, dass ihr dabei wart und freuen uns aufs nächste Mal. Vielen Dank, Jana. Danke dir, Thomas. Alles Gute. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Ansonsten abonniert gerne unseren Kanal, damit könnt ihr uns super unterstützen. Oder lasst uns eine kleine Spende da. Auch darüber freuen wir uns. In diesem Sinne, bleibt gesund.